Verantwortung trägt, dass immer mehr ältere Menschen in Mülleimern und Leergutcontainern nach Pfandflaschen wühlen müssen. Das ist eine Politik der unwürdigen Zustände. Und diese unwürdigen Zustände, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, gehören dringend abgeschafft. Und jetzt frage ich mal, weil ich jetzt gerade nicht so genau Bescheid weiß, gibt es hier jemanden im Saal, der unbedingt, wenn ich Sie und euch alle kollektiv anspreche, gesiezt werden möge, der möge bitte jetzt irgendeinen Arm heben oder für immer schweigen. Nicht. Das ist okay. Dann vielen Dank, dann geht es nämlich schneller. Jetzt reden wir mal drüber, was denn Altersarmut überhaupt ist. Und ihr seht hier, oben steht Grundsicherungsbedarf Dezember 21. Das heißt, in Gesamtdeutschland hat man maximal, wenn man keinerlei Einkünfte im Alter hat oder auch welche, die darunter liegen, durchschnittlich einen Anspruch auf 856, im Westen auf 873 Euro. Und das Brutto hat nichts mit Steuern zu tun. Das heißt nur, arme Menschen müssen davon leben und davon alles bezahlen. Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Heizung, Warmwasser, Strom und dann auch noch das, was Bürokratinnen und Bürokraten gesellschaftliche Teilhabe nennen und was wir Wasser, Kaffee, Bier, Kino, Theater, eine Fahrt auf der Elbe oder auf dem Rhein nennen. Könnt ihr mir sagen, wie man das alles von dem Geld bezahlen soll? Ich kann es nicht und ihr könnt es auch nicht. Fragen bitte hinterher, gut merken, das meiste erklärt sich nämlich. Aber hinterher gerne. So, das ist also das, was man in jedem Fall, auch wenn man nichts eingezahlt hat, wenn man älter als 65 ist, erhalten kann. Und jetzt vergleichen wir das mal mit den Zahlbeträgen, die Menschen, die sogenannte langjährig Versicherte sind, das sind Menschen, die immerhin 35 Beitragsjahre haben, in die Rentenkasse eingezahlt haben. Haben wir langjährig Versicherte hier, bitte mal den linken Arm heben. 35 Jahre und mehr eingezahlt. 1, 2, 3, 4. Okay. Im Westen, also, Wolfgang, darf ich hier auch mal auf Ossis schimpfen? Ist das erlaubt? Ja? Ja. Also die Ossis, ja, die sagen immer, ihr in Hamburg werdet Wessis. Die sagen auch, die Münchner werden Wessis. Unverschämtheit. Die Hamburger sind Nordis, die Münchner sind Südis. Wessis, das sind wir. Aus Köln, wie ich, aus Aachen oder aus der verbotenen Stadt, deren Namen man nicht ausspricht, wo das Bier so schmeckt, wie es heißt. Ja? Aber in diesen Informationstafeln, da wird immer nur in Ost und West unterschieden. Und dann nehmen wir mal den Westen. Im Jahr 2000 hatten Menschen mit 35 Beitragsjahren durchschnittlich 1021 Euro und voriges Jahr waren das 1075 Euro. Das ist eine Steigerung von 5,3% und das in 21 Jahren. Da hatten wir aber Inflation. Lange Jahre keine. Jetzt haben wir eine Hammerinflation von 8, 9, vielleicht demnächst sogar 10%. Und wir haben das mal ausgerechnet, um die Preissteigerung seit dem Jahr 2000 auszugleichen, hätte 2021 eine durchschnittliche Rente für langjährig Versicherte 1413 Euro statt 1075 Euro betragen müssen. Anders ausgedrückt, die Rentenreform von SPD, Grünen, unter Beifall der FDP und der CDU-CSU und der Arbeitgeber klaut euch, die ihr eben den linken Arm gehabt habt, durchschnittlich 338 Euro im Monat. Nun ist Rente nicht nur abhängig von der Rentenpolitik, sondern auch von der Arbeits- und Arbeitsmarktpolitik. Und deswegen brauchen wir eine Politik der guten Löhne, der Tarifbindung, höherer Mindestlohn etc. etc. Keine prekären Beschäftigungsverhältnisse, keine unfreiwillige Teilzeit. Das ist alles richtig und wichtig, aber wir machen ja heute speziell das, was notwendig wäre, um eine gute Rente, aber auch Rentenpolitik zu kriegen. So, jetzt gucken wir uns das mal an bei Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Die kriegen nämlich, wenn sie aus Krankheitsgründen, man sagt ja immer aus Gesundheitsgründen, so ein Quatsch, ne? Das heißt aus Krankheitsgründen, wenn die nicht mehr arbeiten können, dann sind die durchschnittlich 51,2 Jahre alt. Und viele von denen haben Rücken, ne? So wie Harpe Kerkeling, kennt ihr ja, ne? Ich habe Rücken, aber sehr viele haben auch psychische Krankheiten. Und wenn die dann in eine Erwerbsminderungsrente gehen, gehen wir mal hier zu alle, hatten die im Jahr 2738 Euro, jetzt 972 Euro. Das ist zwar eine Steigerung von 31,7%, aber
Das liegt nur knapp über dem Grundsicherungsbedarf für Erwerbsgeminderte, die übrigens einen höheren haben als die Alten. Wir sind in Deutschland. Kein Mensch versteht warum, aber das ist so. Und deswegen sagen wir, ja, es gibt Verbesserungen, das erkenne ich auch an, haben CDU, CSU, SPD in der vorigen Runde gemacht. Wir Linken haben immer gefordert, dass wenn jemand beispielsweise im Alter von 50 einen Unfall hat und in die Erwerbsminderungsrente muss, dass dessen Rente so berechnet werden möge, als wenn er oder sie 65 Jahre alt bis dahin durchgearbeitet hätte. Das nennt man Zurechnungszeit. Früher lag diese Zurechnungszeit bei 60. Dann ist es auf unseren Druck hin und auf den Druck von Gewerkschaften und Sozialverbänden hin auf 62 Jahre und 3 Monaten im ersten Schritt angehoben worden. Und jetzt ist es auf die Regelaltersgrenze angehoben worden. Und endlich bekommen auch diejenigen, die schon lange in Erwerbsminderungsrente sind, mehr. Denn die bisherigen Verbesserungen haben immer nur die bekommen, die neu in Erwerbsminderungsrente gegangen sind. Die nennt man dann Zugangsrentner. Und die Alten, die sogenannten Bestandsrentner, hat man vergessen. Die hat man im Regen stehen lassen. Da haben wir Linken Druck gemacht, Gewerkschaften, Sozialverbände auch. Und die bekommen jetzt einen Zuschlag, je nachdem, wann sie in die Erwerbsminderungsrente gegangen sind, von 7,5 oder von 4,5%. Wir Linken sagen, das ist viel zu wenig. Dass da unterschieden wird, ist richtig. Dauert jetzt zu lange, das genau zu erläutern. Das ist korrekt. Aber es dürften nicht 7,5 und 4,5% sein, sondern es müssten 13% und 8% sein. Das wäre richtig. Also, diese Regierung macht was Richtiges, aber sie macht es nur halb. Sie geht nur ein paar Schritte. Sie nimmt sie nicht ganz. Und das Ganze ist richtig unverschämt, weil die Leute brauchen das Geld jetzt, gerade in diesen Zeiten, wo die Preise durch die Decke gehen, und zwar von Lebensmitteln, von Obst, von Gemüse, von Grundnahrungsmitteln, von Strom, von Heizung und die Wohnungsmieten. Jetzt wird das Geld gebraucht. Und wann kriegen die Erwerbsgeminderten diese Zuschläge? Im Juli 2024. Also das ist natürlich auch ein Grund gewesen, warum wir diesem Gesetz nicht zustimmen konnten. Und wir Linken sagen, das reicht alles vorne und hinten nicht. So, jetzt habe ich hier mal die ganz neuen Zahlen mitgebracht, damit ihr auch sehen könnt, wie das unterschiedlich ist. Wer also mindestens 35 Versicherungsjahre hat, der hat also auch 45 oder 50 im Einzelfall, hat heute eine Rente, hier wo haben wir Hamburg, von 1536 Euro, Männer 1700 Euro, Frauen 1312. Das ist, wie ihr unten sehen könnt, bei beidem deutlich mehr als im Durchschnitt im Bundesgebiet. Hier oben sieht man, dass es 307.000 Rentnerinnen und Rentner in Hamburg gibt. Also im Vergleich mit dem Rest der Republik liegt ihr auf Platz 3. Auf Platz 2 liegt Nordrhein-Westfalen, klar, und auf Platz 1 das Saarland. Warum? Na, weil es da Kohle abzubauen gab und im Bergbau wurde sehr gut verdient. Und je höher die Löhne, umso höher die Renten. Das ist im Moment die Lage. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Altersarmut, das gibt es gar nicht. Ne? Das hört ihr ja immer wieder in Talkshows. Und mein Lieblings ist da immer Jens Spahn. Ne? Der hat ja von allem Ahnung und in Wirklichkeit von nichts. Und er sagt immer, Altersarmut gibt es nicht. Ne? Geben wir nur 2,5% der Rentner, die Grundsicherung hätten und. Den Quatsch kennt ihr ja in jeder Talkshow. Guckt jemand von euch Talkshows? Wer guckt Talkshows? Nicht mehr. Nicht mehr. Sehr sympathische Stimme dahin. Vielen Dank. Okay, also Grundsicherung im Alter, das wurde 2003 eingeführt, das Gesetz. Seitdem ist die Betroffenenzahl um 128% gestiegen, also von 258.000 auf 589.000 Menschen. Dann frage ich mal anders. Wer von euch interessiert sich für Fußball? Bitte mal einen Arm heben. Welcher ist egal? 1, 2, 3, 4, 5. Prima. Einer von euch fünf kann mir sicherlich sagen, wie groß so ein Fußballstadion hier in Hamburg ist. Wie viele Menschen passen da rein? 30.000. 30.000. Also haben wir 30.000. Dann sind das ungefähr 20 Fußballstadien voll von Menschen, die heute Grundsicherung im Alter bekommen. Das ist der ältepetente Begriff. Ne? In Wirklichkeit nenne ich das Rentner-Hartz IV.
20 Fußballstadien voll mit armen Rentnerinnen und Rentnern. Und da sagen die Typen in den Talkshows, es gäbe keine Altersarmut. Das ist eine Unverschämtheit, aber es wird noch viel schlimmer. Dazu können nämlich noch mal 300.000 Rentnerinnenhaushalte, also ich habe jetzt ein bisschen aufgerundet, offiziell sind es 295.000 und noch mal 287.000 ältere Menschen, die schon im Pflegeheim sind oder Pflege erhalten und das aus den eigenen Taschen nicht mehr bezahlen können, die kommen noch dazu. Das heißt, das sind noch mal 20 Fußballstadien voll. Und da muss ich mir von Arbeitgebern, von FDP-Typen und von Leuten wie Jens Spahn und anderen anhören, es gäbe keine Altersarmut. Nein, die Altersarmut gibt es heute schon. Und das ist die Gruppe der Menschen, wo die Armutszahlen am rasantesten steigen. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch um die Armut von Kindern kümmern. Aber auch ganz besonders um die Armut der Alten. Und eins wird die Linke niemals machen. Wir dürfen niemals arme Kinder gegen arme Alte ausspielen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass niemand in Armut leben muss. So, und dann hat es eine Studie gegeben und die hat Interessantes zutage gefördert. Wir Linken, wir sind ja nicht doof, wir wissen ja, dass bei Hartz IV auch mal jemand sich ein paar Euro organisiert, die vielleicht nicht so ganz korrekt wären. Okay, aber mir wäre natürlich lieber, da würde dann genauso hingeguckt, bei den Steuerhinterziehern, da wird nämlich eher weggeguckt. Wenn sich jemand, der arm ist, mal 50 Euro organisiert, dann gibt es ein Riesengeschrei. Nein, wir haben bei den Alten ein ganz anderes Problem. Bei denen ist es nämlich so, wenn die arm sind, dann versuchen die, dass das zu verdecken, dass es keiner mitkriegt. Die schämen sich zu sagen, ich habe zu wenig. Die stellen gar keinen Antrag auf die Grundsicherung im Alter. Und wenn man sie fragt, warum, dann wissen die oft gar nicht, dass sie den Anspruch hätten, dass sie einen Antrag stellen können. Dann sagen die, ja, ich will nicht, dass meine Kinder dann das Geld dem Amt bezahlen müssen. Das stimmt auch in der Regel nicht. Es gibt nur eine Gruppe, wo die Kinder für ihre Eltern zahlen müssen. Und das sind die Kinder, die mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen. So, jetzt bitte alle mal den Arm heben. Die Kinder haben, die mehr als 100.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Niemand? Ja, neulich hat mal einer einen Arm gehoben, da war der Sohn Oberarzt im Krankenhaus. Aber in der Regel gibt es das nicht. Das sind ganz wenige, die das haben. Also Scham, Unkenntnis und Ähnliches. Wenn man das erforscht, kommt raus, dass 62% der Menschen, die eigentlich Grundsicherung im Alter beantragen könnten, dies nicht tun. 62%. Das ist verdeckte Altersarmut. Und das ist sozusagen eine Dunkelziffer. Und 2/3 der Betroffenen sind Frauen. Und deswegen müssen wir uns, wie Gregor Gysi sagt, eine besondere Birne darum machen, die Altersarmut von Frauen zu verhindern. Und jetzt gucken wir uns auch mal an, wie das alles zusammengerechnet aussieht. Wenn ich das alles zusammenrechne, dann hätten wir heute schon 1,5 Millionen Menschen, die einen Anspruch auf die Grundsicherung im Alter hätten. Da gibt es Leute, die behaupten, es gäbe keine Altersarmut. Dieses Thema ist eines der wichtigsten, mit dem müssen wir uns dringend beschäftigen. Und ich bringe noch mal in Erinnerung, wer 65 und älter ist, kriegt Grundsicherung im Durchschnitt 856 Euro. Und das liegt wiederum deutlich unter allen Armutsgrenzen. Hier steht der Begriff Armutsrisikogrenze. Das ist ein euphemistischer Fachbegriff. Wer nämlich weniger als 1300 Euro oder 1200 Euro im Monat zur Verfügung hat, der ist nicht irgendwie mit Armutsrisiko versehen, der ist arm. Hier in Hamburg weniger als 1300 Euro inklusive Miete, wie soll das gehen? So, und haben wir Juristen im Raum? Keine? Na, dann kann ich ja ablesen. Ihr kennt doch den Spruch, 3 Juristen, 5 Meinungen, ne? Kennt ihr. Ist bei den Armutsforschern genauso. Und deswegen habe ich euch mal die wichtigsten Armutsgrenzen mitgebracht. Da gibt es eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die sagt, ein alleinlebender Mensch in Deutschland ist arm, wenn er oder sie weniger als 1364 Euro im Monat hat. Das sozioökonomische Panel sagt, nö, arm ist, wer weniger als 1266 Euro hat. Die Europäische Union sagt, die Grenze liegt bei 1300 Euro und der Mikrozensus sagt, die Grenze liegt bei 1148. So, jetzt haben wir das mal alles zusammengerechnet und durch 4 geteilt. Gibt einen Durchschnitt von 1269,50 Euro. Man kann also festhalten,
Die Grenze liegt irgendwo zwischen 1200 und 1300 Euro, je nachdem, wie man das rechnet. Und das ist die wichtige Größenordnung. 1200, 1250, 1300 Euro. Und deswegen müssen wir dringend die Grundsicherung im Alter, die Leistungen erhöhen, und wir müssen auch wesentlich mehr machen. Dazu komme ich später. Erstmal die Analyse. Das heißt nämlich, 20,6%, über ein Fünftel aller Menschen ab 65 in diesem Land gelten als arm. Das sind 1,3 Millionen Männer und 2,1 Millionen Frauen. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man auf 3 Millionen Menschen. Und dann sagen die in den Talkshows, Altersarmut wäre kein Problem. So sieht das in diesem Land aus. Und wenn man die FAZ liest und die Süddeutsche und den Deutschlandfunk hört, dann erzählen die alle dasselbe. Ja, Altersarmut wird später mal ein Problem, heute nicht. Ich finde, 3 Millionen arme Alte, das ist ein Riesenproblem. Die Tendenz ist steigend. Und da haben wir mal zugrunde gelegt, die 1300 Euro der Europäischen Union. Warum ist das für mich die wichtigste Armutsrisiko oder Armutsgrenze? Weil die jedes Jahr überprüft wird und weil die Formel in allen 27 EU-Staaten gleich ist und dann angewendet wird auf den jeweiligen EU-Staat. Und das heißt, in Deutschland 1300 Euro, in Litauen ist das natürlich weniger, in Dänemark ist das mehr. Und wir haben eine Vergleichbarkeit. Und deswegen gucken wir Linken immer bei der Altersarmut auf die Grenze der EU. SILC, Statistik on Income and Living Conditions, heißt das übrigens, können wir wieder gleich verbessern. Also, die Grundsicherung, wie wir sie heute haben, schützt nicht vor Altersarmut, die sogenannte Grundrente auch nicht. Das ist im Durchschnitt nur ein Zuschlag von 70 Euro, auch wenn im Einzelfall bis zu 400 Euro erlangt werden können oder 418. Aber damit kommt man auch nirgends auf die 1300. So, das ist jetzt die wichtigste Folie im ganzen Vortrag. Keine Sorge, wir gehen die nicht im Einzelnen durch. Ich will euch noch einmal zeigen, dass hier im Jahr 2000 bei Sicherungsniveau vor Steuern, das ist der Fachbegriff für Rentenniveau, 52,9 steht. Also 53 aufgerundet. Und dann hat Gerhard Schröder zusammen mit seinem Freund mit der Mini-Pli-Frisur, ne, Herr Raffelhüschen, seine Frau ist jetzt für die FDP im Bundestag und erzählt dasselbe, die haben gesagt, na, die Rentner, die haben alle viel zu viel, das Rentenniveau muss runter. Das müssen wir runter. Warum? Damit die Arbeitgeber nicht so viel Beiträge zahlen müssen. Und dann haben die gesagt, hat der Herr Riester, der war damals Arbeitsminister, gesagt, ja, aber Gerhard, das ist ja schlecht, da haben die Rentner weniger, das merken die doch, dann wählen die uns nicht mehr. Ja, lass dir was einfallen. Und dann haben sie die Riester-Rente erfunden. Ja. Und der Trick bei der Riester-Rente ist, dass die Arbeitgeber nichts dazugeben und die Menschen das alleine bezahlen. Dann hat der Schröder gesagt, naja, das merken die doch auch. Ja, sagt er, da muss der Hans Apel, der war damals Finanzminister, der muss ein bisschen Zuschuss geben. Und wenn die Deutschen was geschenkt kriegen, die sind doof, die rechnen nicht richtig nach. So ist die Riester-Rente entstanden. Und die haben uns dann ernsthaft erzählt, dass wenn man die gesetzliche Rente und die Riester-Rente zusammenrechnet, dass das Rentenniveau insgesamt dann so bliebe. Das nennt sich dann Versorgungsniveau vor Steuern einschließlich Riester. Und ihr seht hier, das hat lange nicht geklappt. 51, 50, 50, 51, 51, 51. Jetzt im Jahr 2022 soll es mit der gesetzlichen Rente und einem Rentenniveau von 48% klappen. Aber das war es dann auch. Danach geht es wieder runter. Und diese rechte Spalte könnt ihr komplett vergessen. Das würde nur dann funktionieren hier, wenn auch alle Menschen einen Riester-Vertrag abgeschlossen hätten. Und in den Zeitungen, da könnt ihr immer lesen, ja, 16,6 Millionen. Quatsch! Es gibt 16,6 Millionen Verträge, aber nicht 16,6 Millionen Menschen mit einem Riester-Vertrag. Die besser verdienenden haben sich nämlich gleich zwei oder drei unter den Nagel gerissen und viele andere haben gar keinen. Wir haben 39 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und andere, die ein Recht auf einen Riester-Vertrag hätten. Und von diesen ganzen Verträgen sind viele gar nicht mehr bespart. Da muss man nämlich jeden Monat 4% seines Bruttoeinkommens in diesen Vertrag einzahlen. Das heißt, es gibt überhaupt heute nur knapp 11 Millionen Menschen, die einen Riester-Vertrag haben und überhaupt keine 6 Millionen mehr, die regelmäßig alles einsparen und alle Zulagen bekommen. Und 6 Millionen von 39 Millionen, da sage ich, die Riester-Rente ist tot.
ist auch richtig so, sie ist ineffizient, sie ist intransparent und langfristig bringt sie für die meisten Menschen nichts. Zur Wahrheit gehört dazu, wenn man alleinstehende Frau mit 2 oder 3 Kindern ist, dann ist auch die Riester-Rente gut. Aber für 95% der Betroffenen ist das keine gute Idee zu Riester. Die Zahlen sind übrigens aus dem Rentenversicherungsbericht. Und wenn wir uns angucken, was Arbeitgeber und FDP wollen, dann kann ich euch sagen, wer 2045 in Rente geht, der muss sich warm anziehen. Ist hier jemand im Raum, der nach 2045 in Rente geht? Haben wir so junge Leute hier? Ich frage mal hier vorne, wann wirst du denn in Rente gehen? Ich bin 34. Genau, na, dann hast du ja noch 33 Jahre vor dir, dann gehst du nach 2045 in Rente. Dann wirst du betroffen sein und dann wollen die dir nämlich das Rentenniveau runtersetzen auf 43,8%. Also nochmal niedriger als heute. Und Rentenniveau hat nichts mit dem letzten Einkommen zu tun. Das glauben immer viele. Rentenniveau ist das Verhältnis einer Standardrente zu einem Durchschnittseinkommen. Und eine Standardrente hat jemand, der 45 Jahre lang immer den Durchschnitt verdient hat. Das ist also eine Kennziffer. So eine Eckrentnerin oder so ein Standardrentner, die gibt es eigentlich gar nicht. Es sind immer Menschen mit 45 Entgeltpunkten und da kann man dann richtig gut vergleichen. Aber ich frage trotzdem mal, gibt es hier im Saal auch Menschen, die 45 Jahre Beiträge gezahlt haben? Dann bitte mal den Arm heben. 1, 2, 3, 4. Herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr, wie man euch nennt? Ja, ihr habt einen eigenen Namen. Ihr seid besonders langjährig versichert. Und ich habe mal einen Artikel für die junge Welt geschrieben und dann war das ein bisschen zu viel. Und der Redakteur hat einfach das besonders gestrichen. Dann haben mich alle meine rentenpolitischen Kollegen der anderen Fraktionen gefragt, ob ich keine Ahnung mehr hätte. Weil langjährig Versicherte und besonders langjährig Versicherte, das sind 2 verschiedene Gruppen. Die langjährig Versicherten 35 Jahre, die besonders langjährigen 45 Jahre. Und der Redakteur streicht einfach das besonders. Also, das besonders ist wichtig. Ihr dürft nämlich 2 Jahre eher in Rente gehen als alle anderen. Und das heißt aber, dass das Rentenniveau eben nichts mit dem letzten Einkommen zu tun hat, sondern eine Kennziffer ist. Und wenn dann Leute wie Herr Hank von der FAZ oder auch andere euch sagen, ja, das Rentenniveau, das ist nur so eine rententechnische Kennziffer, die ist unwichtig. Hanebüchner Unsinn. Man kann ganz viel mit den Händen aufbauen, wenn das Rentenniveau sinkt, reißt man das mit dem Hintern alles wieder ein. Weil das Rentenniveau ist dafür verantwortlich, wie eure Renten steigen, wie der Rentenwert sich nach oben entwickelt. Ist das Rentenniveau hoch, gibt es ordentliche Rentensteigerungen, ist das Rentenniveau niedrig, gibt es sehr viel kleinere und je niedriger das Rentenniveau, umso mehr werden die Rentner abgekoppelt von dem Wohlstand der abhängig Beschäftigten. Und diese Spaltung, die wollen wir nicht. Wir wollen wieder eine lebensstandardsichernde Rente und die findet statt bei einem Rentenniveau von 53%. Und deswegen wollen wir Linken zurück zu einem Rentenniveau von 53%. Und das ist auch finanzierbar, dazu später mehr. So, was ist jetzt die Ausgangslage? Wir haben eine Haltelinie, das heißt, wir haben es gemeinsam mit Gewerkschaften und Sozialverbänden als Linke geschafft, dass das Rentenniveau derzeit nicht abgesenkt wird. Bis 2025 bleibt es bei 48%. Und das war ein harter Kampf. Weil früher war die IG Metall nicht für 53%. Jetzt haben sie einen Gewerkschaftsdachbeschluss. Jetzt gibt es auch einen Gewerkschaftsdachbeschluss von Verdi, dass Verdi 53% fordert. Der Sozialverband Deutschland fordert 53%. Der Paritätische fordert 53%. Die Volkssolidarität fordert 53%. Und beim VdK ist es so, dass die sagen 50% jetzt und langfristig 53%. Und das ist die klügste Position, weil auch Linke könnten nicht von heute auf morgen 53% einführen. Aber innerhalb einer Legislaturperiode ginge das, indem man jedes Jahr das Niveau um 1,1 Prozentpunkte anhöbe und dann natürlich auch die Beiträge stiegen. Und wenn man gleich, mache ich das, vorrechnet, was das die Beschäftigten kostet und was es den Rentnern und Rentnerinnen bringt, dann sind die auch alle einverstanden. Die Einzigen, die das nicht wollen, sind die Arbeitgeber. Das ist das Problem. Und wenn wir denen jetzt sagen, wie die Lage ist, da
dann müssten die eigentlich auch kapieren, dass sie unbedingt was bezahlen müssen. Denn die Rente wird nach Vorhersagen bis 2035 nur um 37% steigen, aber die Löhne werden bis dahin um 53% steigen. Das heißt, die Rente